Ich will da nicht hoch. Ich will nicht zu diesem blöden Puppenmeister gehen. Bitte. Bitte. Ja, damit hallo und recht herzlich willkommen zurück. Was ist los? Irgendwas stimmt nicht. Jemand versucht mich zu blockieren. Okay. Das geht wohl. Was? Oh! Ach ja. Irgendwas ist anders. Der Fahrstuhl ist anders, ja. Willkommen, okay, Rose. Jetzt wird's weird. Jetzt wird's weird. Ja, es wird sehr weird. Oh. Schön. Ich erstmal speichern. Hätte ich zugerostet. Mhm. Puppenmacher, ich will nicht. 5. Januar. Heute war mein erster Schultag. Da wollte ich schon die ganze Zeit hin. Wenn ich Chris das nächste Mal sehe, werde ich ihn ganz fest umarmen. Da waren total viele Kinder, die so alt sind wie ich. Es war genau, wie ich es im Fernsehen gesehen habe. Ich hatte solche Angst, als ich mich vor der Klasse vorstellen musste. Aber ich habe mich auch total gefreut, dort zu sein. Ich werde mich mit allen anfreunden. Morgen werde ich sie ansprechen. Guck mal, das... Warum geht? Ging's nicht mehr. Ah, jetzt, okay. 8. Januar. Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe ein paar der anderen Kinder angesprochen, aber niemand wollte mit mir reden. Der Unterricht ist total leicht. Die Sachen habe ich alle schon mit Mom gelernt. Aber anscheinend darf ich mich nicht immer melden, wenn der Lehrer was fragt. Hm. Der Junge hinter mir hat was total Gemeines zu mir gesagt. Wenn ich nervös bin, werden meine Hände ganz klebrig. Heute war es besonders schlimm. Ich glaube, das ist Rose, ne? 10. Februar. Heute hat der Lehrer mich geschimpft, weil ich immer mein Stofftaschentuch festhalte. Er hat gesagt, ich bin kein Baby mehr. Außerdem sagen die Jungen ständig, dass ich eklig bin, obwohl ich mich immer wasche und immer saubere Sachen anziehe und ein frisches Taschentuch mitbringe. Das ist alles wegen dem blöden weißen Schweiß, der aus meinen Händen kommt. Ich wische es auch immer sofort ab, aber manchmal will es nicht aufhören und dann halte ich einfach mein Taschentuch. Chris hat dem Lehrer sogar extra gesagt, dass das ganz normal bei mir ist und nicht gefährlich. Aber es hat nicht geholfen. Endlich hat jemand mit mir geredet. Lucy aus meiner Klasse. Sie meinte, sie wollte schon die ganze Zeit mit mir befreundet sein. Morgen wollen wir zusammen Mittag essen. Ich kann es nicht glauben. Ich bin so happy. Ich hoffe, Lucys Freundin Catherine wird auch meine Freundin. Das ist... Dein Tagebuch wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oh. Okay, hier fehlt was. Ein Baby habe ich noch nicht. Warum habe ich überhaupt die ganze Schlüssel noch? Warum? Warum? Moment. Dreieugig, einäugig. Okay, aber die Behälter habe ich ja auch noch. Also... Gut, es bleibt halt wahrscheinlich einfach drin als wichtige Gegenstände bestehen. Warum ist hier ein Foto von mir? Weil es alles irre ist. Alles irre. Das ist total verrückt hier. Oh. Der Kristall ist zum Greifen nah, aber man kommt nicht ran. Hey, meine Sachen. Oh Mann, ich kenne das alles. Och nö. Okay, als erstes eine Schere. Dein Bauch ist zugenäht. Sieht aus, als wäre da etwas drin. Ja. Der Affe hat Bauchweh. Wenn du ihm hilfst, gibt er dir vielleicht den Kristall. Boah, wie gemein. Okay, also wir brauchen wahrscheinlich erstmal so eine Schere oder ein Skalpell. Irgendwas Scharfes zum Schneiden. Mhm. Was war das?
Aber das Malgedönse da war ja auch noch nicht da damals so, als wir hier drin waren. Der zugemüllte Schrank, das Bild im Bücherregal, der vollgestapelte Schreibtisch. Okay, also da soll was sein. Der zugemüllte Schrank, Bild und Schreibtisch. Gut, hier ist der Folge mit Büchern. Könnte eine 6-6 sein oder eine 9-9. Der Schreibtisch. Aber da sehe ich jetzt gerade nichts. Vier, vier, sechs, sechs, vier, vier. Null, zwei. Sechs, sechs, vier, vier, null, zwei. Okay. 6-6. 4-4. 0-2. Ja. Hab ich da jetzt. Ah, es muss die blöde Reihenfolge wahrscheinlich sein. Warte mal. Der zugemüllte Schrank. Das ist der. Ne, das ist Schreibtisch. Zugemüllte Schrank. Das ist, ach hier, also 02. Das Bild im Bücherregal. 4, 4, 6, 6. 0, 2, 4, 4. 6, 6. Oh ja, eine Schere. Was war das? Geh lieber wieder zu. Ah, Mann, ey. Was ist das denn? Es ist einfach überall dieses Ekelzeug. Da ist eine Hand abgefallen. Das sind Puppenhände. Puppenärmchen mit Händchen dran. So, ich hab die blöde Schere. Jetzt lass mich das Ding mal aufschneiden. Befreie dich von den Bauchschmerzen. Schnippi, schnappi, schnipp. Oh. Relief eines Kindes. Nee. Schon Was ist wieder? Jetzt denn wieder? Was jetzt? Oh Mann, ich kriege ein zu viel. Ich wette, du findest allerlei Orte, an denen du mit dieser Puppe, es geht viel zu schnell weg, und ihren Freunden spielen kannst. Och. Vielleicht kriegst du den Kristall, wenn du das Lagerfeuer entfachst. Ja, vielleicht. Lucy. Da muss Lucy drauf. Und das ist Lucy. Okay. Lucy steht. Jetzt darf ich die ganzen anderen Puppen noch suchen. Ey, wie gemein ist das denn bitte? Du willst also, dass ich mit Puppen spiele? Lucy. Wir können auch Lucy drauf.
Lucy und Catherine. Wir müssen gucken, welche Puppe wir jetzt als nächstes bekommen. Da, wenn es jetzt nur die zwei sind, dann machen wir erstmal die. Dann kriegen wir wahrscheinlich eine andere. Dann geht dann ein Klo auf oder so. Keine Ahnung. Bin mir echt nicht sicher. Na, wir gucken mal. Lucy haben wir ja auf jeden Fall schon mal. Das ist gut. Jimmy's Room. Nee, nee, nee. Das mit dem Relief, das gab es vorne im Flur. Vorne im Flur. Da irgendwo. Hat sich jemand richtig ausgetobt. Na, na. Ich glaube, hier war das, ja. Okay. Oh, wow. Hier kommen ja auch nochmal Puppen hin. Gross. Niemand will mit mir befreundet sein. Für ein Loser. Rose. Okay, wir haben Rose und Dings. Hier fehlen aber drei Puppen. Das bringt uns nicht sonderlich viel. Zwei können wir jetzt machen. Aber wir brauchen... Wir haben jetzt Rose. Puppe Rose 2. Ne, Pose. Pose 2. Catherine steht da drauf, oder? Ich glaube, Catherine. Kann ich den mal nicht... Warum? Ja, okay. Oh nein. Oh, es ist creepy. Fass mich bloß nicht an. Du hässliches Ding. Oh nein. Bitte nicht. Okay. Hier kommt Catherine drauf. Ja, das, die zeigen halt, wie ich gehänselt wurde in der Schule. Und die brauche ich. Die Lucy. Ja, ah, Schlüssel. Ja, versteh schon. Fick dich. Genau. Ah, nee, besser sagen können. Ach, schön. So, ich habe jetzt aber nur einen Schlüssel bekommen. Das heißt, ich packe mir mal jetzt die Puppen schnell ein hier. Die brauchen wir ja hier nicht mehr. Irgendwo gab es doch mit Sicherheit eine Büro. Da ist gar nichts drin. Toll. Danke, Spiel, für nix. Hier hinten kann man den Schlüssel gebrauchen, glaube ich. Ja. Jimmy's. Das ist Jimmy's Zimmer. Schön. Da kommt Freude auf. Ganz toll. Hab ich Bock. Boah, übel. Gruselig, übel. Alles. So, lass uns mal runtergehen. Jimmys Zimmer ist einfach nur ein Brunnen. Das ist dann wohl... Das ist so gruselig. Ja, gruselig. Ich hasse das hier einfach. Ich will nicht wissen, was jetzt wieder kommt. Ekelhaftigkeiten. Oh Mann. Ich hasse es. Warum muss mir das immer passieren? Warum nur? Ey, bitte erschreck mich hier nicht. Bitte, bitte nicht. Tu mir das nicht an. Spiel. So, wir haben jetzt drei Puppen. Das heißt, mit den drei Puppen müssen wir wieder raus. So, wir haben hier... Etikett ist unlesbar. Oh, wow! Warte mal, das da... Ist auch nicht lesbar.
Ach komm, soll ich jetzt. Soll ich jetzt echt? Ein Geschenk. Die hat ein Geschenk bekommen. Er gibt ein Geschenk, auf jeden Fall. Das ist Jimmy. So, dann bleibt ja nur noch eine Puppe, die ihre Arme hält, als hätte sie einen langen Stab in der Hand. Auf ihrem Kleid steht Lucy. Einen langen Stab. Ah, alles klar, die ist da oben. Oh, wie gemein. Voll bösartig. Ja, hier ist sonst gar nichts mehr. Oh. Boah, Mann, ey. Lucy. Da weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Was haben wir denn hier? Hier wäre nicht lesbar. Warte mal. Was ist das? Wahrscheinlich schwarzhaarige Puppe. Ja, aber das haut alles hin. Gut, dann sollte das eigentlich nur noch die hier sein. Einfach. Oh, sie ist tot. Wie traurig. Gott, Rose, suchst du immer noch nach dem Kristall? Also gut, ich helfe dir. Nimm den Aufzug und komm zu mir. Auch wenn Mami bestimmt sauer ist, wenn ich dir helfe. Oh, wer bist du? Das ist die kleine, garstige, dreckige Puppe wahrscheinlich. Auch wenn Mami bestimmt sauer ist, wenn ich dir helfe. Wenn du dich erwischen lässt, ist das Spiel vorbei. Was? Du darfst nicht wegsehen. Nicht wegsehen. Dich erwischen lassen, nicht wegsehen. Oh Gott. Ich ahne schon Schlimmes. Hat wohl keinen Strom. Oh, was? Erstmal speichern. Achso, ich muss Karte zur Sicherung. Okay. Also nicht, wenn du dich erwischen lässt, ist das Spiel vorbei. Du darfst nicht wegsehen. Oh, shit. Ich muss hingucken. Oh nein, bitte nicht. Oh nee, das ist creepy. Die alte Dreckige. Oh, so scheiße. Das ist scheiße.
Ich hasse dich. Ich hasse dich. Die hat's regiert. Hör mal auf jetzt, ey. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss. Weiß nix. Oh, was für ein Monster ist das denn, ey? Kann ich den Schrank nicht hinschieben, dass die Alte nicht mehr durchkommt? Boah! Oh, ich wusste nicht, wo die hin ist. Ich hab bloß das... Oh, ist das widerlich. Oh, ich hab nur die laufen gehört und ich dachte so, hey, wo ist die? Die war nicht rechts und nicht mehr vor der Tür. Und oh, wo ist die langgelaufen, die Alte? Ich hasse mein Leben. Ich hasse alles in meinem Leben, ich schwöre. Lass dich nicht von Mami erwischen. Ey, das ist. Das ist echt creepy. Ey, das ist so creepy. Ich hasse es. So ein altes Mist. Das ist schlimm. Hau bloß ab, ey, du Frucke. Hau ab. Lass mich ja in Ruhe. Bleib da stehen. Mist. Immer bei mir. Da kommt die angelaufen. Boah. Die kommt nicht durch die blöde Küche, die kommt ganz woanders lang. Das ist echt so creepy. Oh. Ich will das nicht mehr spielen. Oh! Boah, wie kacke. 2? Willst du mich verarschen jetzt? Das ist ja mies, ey.
Boah, wie gemein ist das denn? Drei Puppen! Boah, was für eine Kacke, ey. Aber zum Glück muss man nicht komplett von vorne anfangen. Boah, ich finde die so creepy. Das ist so creepy, ey. Man kommt hier rein. Auch nicht. Achso, weil ich die Sicherung noch nicht habe. Gott verdammt! Hallo, ich bin da! Die steht jetzt ganz woanders als vorher. Wir sehen die. Ey, es sind jetzt schon drei, Bob. Drei. Ich krieg ein zu viel. Vier Puppen. Mir nicht durch. Ich komme doch hier nicht durch. Jetzt. Schneller! Warum fährt er nicht los? Wieso machst du das? Du willst den Kristall, richtig. Weißt du, wo er ist? Ich habe ein paar Freunde für dich eingeladen. Spiel mit ihm. Dann sag ich's dir vielleicht. Ich will nicht mehr spielen. Lass mich in Ruhe! Oh nein. Oh mein Gott. Oh, arme kleine Rose. Ich warte hinten im Schlafzimmer auf dich. Lass uns Verstecken spielen. Schaffst du es bis zu mir, ohne geschnappt zu werden? Ja. Wir spielen in der nächsten Folge wieder Verstecken. Ja, mit dem Püppchen hier. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.